Sally, was wünschst du dir denn vom Weihnachtsmann? Also, ich wünsche mir einen neuen CD-Player und coole CDs. Und du? Eine neue Wolldecke zum Kuscheln auf dem Sofa. Huch, hast du das gehört, Katja? Was war das denn? Wovon redet die, Tim? Kannst du das hören? Glaube mir, ich könnt dir schwören, auf unserem Dach war ein Riesenkrach, davon wurde ich wach. Du meinst, das war nur Schnee und dass ich Gespenster seh. Mir egal, ich glaub daran, da oben war ein Mann. Wer das wohl war? Na, das ist doch völlig klar. Er hat nen roten Mantel an, da hängen Glöckchen dran. Ja, ich frag mich dann und wann, wann kommt der Weihnachtsmann? Und ob dieser gute Mann nicht noch viel öfter kommen kann? Wär er nicht schon ewig dran, wann kommt der Weihnachtsmann an? Mit nem gut gefüllten Sack, Geschenke, Huckepack. Sei mal still, weil ich gerne wissen will, was da im Kamin so rauscht. Man merkt es nur, wenn man ganz genau lauscht. Da liegt was in der Luft. Riechst du nicht den Weihnachtsduft? Ich geh mal schleunigst ans Klavier, auf dem ich Weihnachtslieder probier. Die spiel ich dann für den lieben Weihnachtsmann, als Dank, dass er sich diese Nacht hierher aufgemacht. Ja, ich frag mich dann und wann, wann kommt der Weihnachtsmann? Und ob dieser gute Mann nicht noch viel öfter kommen kann? Steht sein Besuch nicht schon lang an? Wann kommt der Weihnachtsmann an? Mit nem gut gefüllten Sack, Geschenke, Huckepack. Oh, Sally, jetzt weiß ich, was du vorhin gemeint hast. Du meintest bestimmt den Weihnachtsmann, der gepoltert hat. Ja, genau den meine ich. Gibst du mir noch mal einen Lebkuchen rüber? Ja, hier, die sind lecker. Hast du sie selber gemacht? In der Schule? Ja, ich frag mich dann und wann, wann kommt der Weihnachtsmann? Und ob dieser gute Mann nicht noch viel öfter kommen kann? Steht sein Besuch nicht schon lang an? Wann kommt der Weihnachtsmann an? Mit nem gut gefüllten Sack, Geschenke, Huckepack. Wann kommt der Weihnachtsmann endlich bei uns an?